Und wir freuen uns, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben, obwohl wir auf gar keinem Sender laufen, denn parallel läuft Thomas Gottschalk und Sie haben sich trotzdem für die One Late Show entschieden. I've been looking for freedom. Du machst mich ja so nervös hier vorne, ne? Merkst du das eigentlich? So nervös du mich machst. Jetzt sag doch, gib's doch mal zu, wie nervös. Merkt ihr das auch, wie diese Sexual Tension hier auf die Bühne schwappt? Ich merk das doch, wie nervös du mich machst. Jetzt mal, jetzt mach mir, du ziehst mich mit deinen Blicken doch förmlich aus. Und wisst ihr, was ich glaube, warum ich auch noch Single bin? Weil ich keinen Kaffee trinke. Und es ist schon klar, ich meine, Kaffee hat einfach mehr Street Credibility, ne? Überleg mal so einen Hollywood-Film. Da hast du irgendwie so eine total dünne Maus in New York. Und es ist voll kalt und deswegen hat sie einen total dicken Pulli an. Und der Pulli, der geht da so über die Arme, weil die so dünn ist. Und die muss ihren Kaffee mit beiden Händen tragen, weil die so schwach ist und der Kaffee so schwer ist. Und es ist Rush Hour und sie steht irgendwie an irgendeiner Subway Station. Und dann kommt, hola, kommt eine spanische Investmentbanker. Der kommt die Treppe hoch und hat es sehr eilig. Und der schubst sie an. Und sie... Und jeder von uns würde sagen, ey, pass auf, du Penner. Ja? Aber nicht so in einem Hollywood-Film. Sie dreht sich um. Hey! Und er bleibt stehen. Entschuldigen Sie. Sie haben da Schaum auf die Oberlippe. Ja, wie kriege ich den denn jetzt weg? Warten Sie. Ich mache Ihnen den Schaum weg. Und sie dann, und er, und irgendwann, so. Ey, das passiert dir mit Kräutertee einfach nicht. Zwei junge Leute haben sich gesucht, gefunden und gehen heute den Bund der Ehe ein. Und ich denke mir nicht so, ja Mann, ich fühle es richtig, weißt du? Und mittendrin sagt mein Vater auf Türkisch, küçüm ağrıdı. Klingt scheiße, ist es auch, weil er wortwörtlich gesagt hat, mein Arsch tut mir weh. Ich mag ja das Niederländische auch sehr. Da kriege ich aber ein bisschen Milch einen Schuss. Ja? Und, ja. Und bei Spanisch passiert es halt eine Etage tiefer, muss man sagen. Und also, schade, Philipp. Ja. Guck mal, wenn du zum Beispiel sagst, du kannst jetzt dein Wasser lecker trinken und dann ist doch auch ein bisschen... Schönheit ist vergänglich. Doch sie geht nur dann, wenn sie schon mal da war. Die stehen neulich an der Ampel, kommt so eine 5-Jährige angefahren mit ihrem Tretroller, stellt sich so direkt neben mich, starrt mich an und sagt irgendwann so, wo sind deine Kinder? Und ich gucke sie an und sag, du, ich hab keine. Und sie, wie alt bist du denn? Und ich, ja, 34. Und sie, dann wird's aber Zeit. Und fährt weg. Und ich rufe hinterher, denkst du, ich hab keinen Sex? Ich hab Sex, ab und zu. Kommt sie zurückgefahren und sagt, möchtest du einen Hanuta? Was mir beim Frauenarzt aufgefallen ist, als ich so mit durfte zum Frauenarzt. Du bist als Mann beim Frauenarzt allen scheißegal. So ein langer Stab, der aussieht wie eine Halogenlampe. Und dieses Lichtschwert führt Luke Skywalker in meine Frau... Und hält die ganze Zeit Augenkontakt mit mir, weißt du? Kinder sind unsere Zukunft. Ja, aber die Zukunft kann auch hässlich werden. Kennst du das? Du siehst ein neues Baby und denkst, meine Fresse, ist das hässlich? Ist sie nicht süß, unsere Amelie? Du fragst, wieso Amelie? Das sieht aus wie Gisela. Oh mein Gott, bist du süß? Ganz wie die Mama. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich war fasziniert. Ich war geschockt, weil wie weit das noch geht? Was? Wirklich? Ernsthaft? Ich saß in der Ecke, aber Digga, da wo du bist, war ich noch nie. Ich hatte keine Ahnung. Es gibt gute Nachrichten, liebe Kinder. Ihr habt in diesem Herbst viel mehr Zeit zum Spielen, denn aller Wahrscheinlichkeit nach müsst ihr für Oma und Opa kein Weihnachtsgeschenk mehr basteln. Wir leben doch in einer Zeit, da brauchen wir doch Inhalte, oder? Ja, oder reichen uns billige Internetwitze? Also mir nicht mehr. Zwei Blondinen warten auf die Straßenbahn, die eine auf die 1, die andere auf die 4. Kommt die 14 vorbei, sagt die eine, Mensch, die können wir beide nehmen. Reicht Ihnen das? Gangsterrap mischt sich ja auch gerne politisch ein. Habt ihr vielleicht mitbekommen, der Echo wurde vor ein paar Jahren abgeschafft, wegen Kollega und Ferret Bang. Und die nehmen sich dann auch so ganz einfache Themen vor, die jeder durchschaut im Gangsterrap. Zum Beispiel neben der Ostkonflikt. Das klingt dann so. Ich
Ich bin Gaza, du bist der Streifen. Weißt du, was ich meine? Ich kann's selber nicht begreifen. Oh. Es gibt so eine alte Kabarettregel. Wenn du dich an die hältst, machst du nichts falsch. Ja, die galt schon immer, die gilt auch weiterhin. Gute Satire tritt nie nach unten. Immer gegen oben, nie nach unten. Und da habe ich mich irgendwann gefragt, kann ich noch Witze über Armin Laschet machen? Armin Laschet hat ein neues Geschäftsmodell. Was, Maskendeals mit seinem Sohn oder was? Nein, der macht jetzt in Handyhalterungen. Haben Sie das diese Woche gesehen? Großartig, oder? Armin Laschet, und ich frage mich bis heute, wie er das macht. Dann macht er so, oder was? Ja, versuch doch mal. Ja, das hält er nicht. Ja, warum hält das denn nicht? Vor allen Dingen, Laschet hält den Kopf auch gar nicht so schräg, sondern er hat... Vielleicht, wenn man es anlegt, so... Da saß er bei Lanz und da sagte er, Herr Lanz, unser Land ist in keinem guten Zustand. Und da sagte Markus Lanz, ja, aber wer war denn jetzt 16 Jahre lang dran? Und da sagte er, das hat doch damit nichts zu tun. Wo Lanz sagte, doch, er so, nein, doch, nein, oh, pff. Also es hatte sowas von Louis de Funès. Die Leute sind am Limit. Ich bin durch den Supermarkt gelaufen, völlig normal, hab mir nichts gedacht und hab am Ende, Amateurfehler, hab nur eine Flasche vom Getränkekasten aufs Band gelegt. Amateurfehler. Und dann hat die Frau gesagt, haben Sie noch mehr Wasser? Ich bin ja Komiker. Dann habe ich gesagt, nee, Trinkwasser. Ja. Ähnliche Stimmung wie hier. Ja. Und dieser Blick von der Frau, den werde ich nie vergessen, wie die mich angeguckt hat, mit dieser Mischung aus Ekel und Verachtung. Ich stand da, ich habe mich wirklich gefühlt wie Jens Spahn. Es war wirklich unangenehm, muss ich sagen. Wirklich unangenehm. Und da versuchte ich das zu deeskalieren und gesagt, das war ein Scherz, Sie sehen doch, dass ich unten einen ganzen Kasten habe. Und dann sagt die Frau laut im Laden, sehe ich aus wie eine scheiß Giraffe? Es war Karnevalsauftakt in Köln. Ja, der 11.11. oder wie ihn das Coronavirus nennt, Freedom Day. Und die beiden singen von Träumen, die singen davon, dass denen alle Frauen weggelaufen sind, keine Ahnung warum. Nein, es gibt keinen Unterschied. Wir singen immer dasselbe Lied. Wir träumen von Liebe und den Frauen. Die sind uns alle abgehauen. Unsere Fans sind richtig schlau. Die kaufen Ramsch im Shopping-TV. Jetzt gestehen wir's ohne Not. Ja, wir zwei sind schon lange tot. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass Sie hier waren. Wir sehen uns irgendwann wieder. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie lustig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.